Ja, bitte begrüßt Peter und Markus. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen bei unserem Vortrag 25 Jahre Chipkartenangriffe. Das Ganze in 45 Minuten heute, das bedeutet, wir haben einen Kompressionsfaktor von ungefähr 1 zu 300.000 vor uns, aber deshalb haben wir das Ganze auch ein wenig für euch strukturiert. Bevor wir aber richtig loslegen, eine ganz kleine Einführung, wo kommen wir beide eigentlich her, was machen wir so früher und heute? Wir sind seit 1989 in der Chipkartenforschung tätig, zunächst mal privat. Das Ganze fing an in Brunsbüttel, kleine Schleusenstadt, die ist so 80 Kilometer nordwestlich von hier. Aber auch während des Studiums in Kiel bei mir oder in Hamburg bei Markus haben wir uns mit dem Thema Chipkarten und Sicherheitscontroller immer weiter auseinandergesetzt. Wir waren Fachautoren für Chipkartensicherheit in der damals so stark boomenden Branche und haben auch Beratungstätigkeiten zum Thema Datenschutz und Datensicherheit durchgeführt. Dabei auch so kleinere Sicherheitsschwankungen aufgedeckt, zum Beispiel für die Fernsehsendung AD Ratgebertechnik. Ja, 1999 wurden wir dann kontaktiert, wahrscheinlich aufgrund dieser Aktivitäten und beworben für ein Halbleiterunternehmen im süddeutschen Bereich. Da sind wir auch heute noch tätig. Natürlich weiterhin im Thema Chipkartensicherheit da unterwegs. Wir haben beide nacheinander einige Jahre die interne Expertengruppe geleitet, die sogenannte Hackergruppe, wenn die da nennt, und uns auch speziell mit der Entwicklung neuer Angriffsmethoden auseinandergesetzt. Was für uns immer ganz wichtig ist, eigentlich, wie kann man von einer teuren Angriffsmethode, die man gerade entdeckt hat, dahin gehen, zu beurteilen, wie einfach kann es eigentlich sein, diese Angriffsmethode tatsächlich auch als Amateur nachzuarbeiten. Es reicht ja nicht einfach aus, dass man sagt, man hat einen Angriff gemacht mit einem Equipment, das kostet vielleicht 100.000 oder vielleicht 1 Million Euro, sondern man muss ja auch wissen, kann man diesen Angriff zum Beispiel auch übertragen mit einem Equipment, das vielleicht nur $100 kostet oder $200. Und das entscheidet ja letztlich nachher über die Sicherheit von so einem Chip oder auch nicht. Eine private Forschung, die läuft auch weiter. Ja, ein kleiner Zeitsprung zurück. Vor 25 Jahren, wie sah da so die Chipkartenwelt aus? Relativ düster eigentlich. Also Chipkarten waren ganz neu, kaum bekannt in der Öffentlichkeit. Und das Erste, was man so gesehen hat zum Beispiel in Deutschland, das war die deutsche Telefonkarte. Kann man oben im Bild ganz gut erkennen. Darunter die passende Zelle dazu, vor dem Eidelstädter Bürgerhaus sollte das eigentlich die sein. Und die Frage war jedoch, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Goldkontakten? Und öffentliche Information war sehr schwer zu bekommen, das bedeutet, der Reverse Engineering musste her. Aber das Problem natürlich, das System war recht neu und verbrauchte Karten waren sehr schwer zu bekommen, denn es waren einfach zu wenig davon bereits abtelefoniert. Neue Karten konnte man kaufen auf dem damals sogenannten Postamt. Die kosteten dann entsprechend 12 D-Mark für die kleine Version pro Stück, wohlgemerkt, und 50 D-Mark für die etwas größere Version, wo man die Einheiten dann sozusagen etwas günstiger bekam. Ja, und diese Telefonkarten, die hatten einen relativ einfachen Aufbau, das konnte man sich schon vorstellen, da wurden also Guthaben drauf gespeichert, so viel wusste man. Es ist eine Kontrolllogik drin, aber es war relativ klar, dass da also keine CPU dann eingebaut war, sondern dass es sich einfach um einen Logikchip handelte. Ja, ebenfalls hier vor 25 Jahren, wie hat man sich damals so dieser Frage genähert, was hat das Gerät denn eigentlich für ein Protokoll? Und das hier ist die damals sogenannte Yellow Data Box, also ein Pappkarton mit vielen Drähten drin, einigen Schaltern und Tastern und vielen LEDs. Und mit diesen Schaltern konnte man nun diese Telefonkarte, die da mit dem gelben Pfeil auf dem unteren Bereich sichtbar ist, mit entsprechenden Eingangssignalen belegen und auf diese Weise verschiedene Protokolle dann simulieren. Und eine entsprechende LED zeigte dann auch an, was für Daten diese Karte dann zurückgegeben hat. Da es sich um eine LED handelte und nicht um einen Drucker oder einen Computer, wurde das Ganze dann per Stift und Papier festgehalten, was dann manchmal gelang oder manchmal auch nicht. Und schnell stellte sich dann heraus, dass beim einfachen Takten dieser Speicherkarten die Datensätze, die da herauskommen, sich nach gewisser Zeit dann wiederholen. Das waren so die ersten Indizien. Da musste man natürlich noch wissen, wie sind die Gebühren auf so einer Karte kodiert, also
musste man die Karte abtelefonieren. Am besten und am sichersten dann natürlich in Schritten einzelner Einheiten. Das bedeutet in diesem Fall schrittweises Abtelefonieren bei 12 D-Mark, 40 Einheiten. Also musste man 40 Mal mit dem Fahrrad zur Telefonzelle fahren, wieder zurück, auslesen und dann wieder hin und so weiter. Aber das Ganze hat sich gelohnt und in kurzer Zeit danach. In kurzer Zeit danach hatte man dann eben die Gebührenkodierung auch heraus. Da das Ganze manuell ein bisschen aufwendig war, haben wir das damals mit einem Computerprogramm gemacht, wobei Computer dann automatisch bedeutete Commodore 64. Und sehr gut. Danke sehr. Und das Programm in etwas verschönerter Form gab es dann auch von uns mal in der, in der 64er. Zeitschrift und dann später auch als PC-Version aus historischen Gründen dann in der CT. Ja, damals war die Chipkartenwelt noch relativ übersichtlich. Gerade mal die Telefonwertkarte, wie sie im offiziellen Amtsdeutsch hieß, war die hauptverbreitete Applikation und damit dann natürlich auch in jeder Geldbörse dann zu finden. Wenn man heute mal sein Portemonnaie öffnet, sieht man, wie man hier auf dem Bild auch sieht, eine Vielzahl von verschiedensten Karten und natürlich auch für unterschiedlichste Anwendungen. Insbesondere natürlich auch für Bezahlanwendungen und Bankkarten zum Beispiel. Diese Karten sind sehr häufig kontaktbasiert. Das heißt, man erkennt sie ja auch sehr schnell als Chipkarte, denn das goldene Kontaktfeld leuchtet einem gleich entgegen. Und unter diesem goldenen Kontaktfeld ist dann heutzutage der Sicherheitscontroller. Das heißt also ein Chip richtig mit CPU, mit Speicher. An sich vom Umfang her ähnlich wie damals ein Commodore 64 als Tischgerät, heutzutage halt eben einfach als kompakte Version in der Chipkarte selber drinne. Es gibt aber auch einige Chipkarten, die man nicht so ohne weiteres erkennt als Chipkarten. Das sind typischerweise die sogenannten Kontaktloskarten. Anwendungsfälle sind sehr häufig zum Beispiel Zugangskontrollen oder aber auch Identifikationskarten. Das heißt, hier ist der Chip in der Karte selber mit eingebaut und verbunden mit einer kleinen Drahtspule. Über diese Drahtspule wird einerseits die Energie übertragen, auf der anderen Seite allerdings auch die Informationen ausgetauscht. All diese Karten, so unterschiedlich die Anwendungen auch sind, haben an sich zwei große Angriffsszenarien, auf die man zurückziehen kann. Das eine, was einem als Hacker oder Angreifer natürlich interessiert, ist einerseits geheime Daten aus der Karte auszuspähen. Also zum Beispiel private Informationen, die darauf gespeichert sein könnte, oder aber auch kryptografische Schlüssel. Diese sind insofern besonders interessant. Hat man diese einmal herausextrahiert, kann man diese Schlüssel natürlich auch auf andere Chips übertragen und damit die Originalkarte emulieren oder simulieren. Ganz konkret wird es natürlich plastisch, wenn man sich die Zugangsdaten einer Zugangskarte einmal herausholt und diese in einer anderen Karte implementiert. Das ist dann praktisch wie beim Lockpicking, einen Nachtschlüssel praktisch zu machen und die dann einzusetzen. Dieses sogenannte Attack on Confidentiality ist praktisch das eine große Angriffsszenario, was wir sehen. Das zweite Szenario ist einfach, die Daten auf der Karte selber zu verändern, auf der Originalkarte. Zum Beispiel, wenn wir eine Bankkarte haben, auf der ein Geldbetrag gespeichert ist, dann ist es natürlich ohne weiteres auch sehr interessant, mal zu schauen, kann man hier nicht diesen Geldbetrag einfach erhöhen, ohne eben den offiziellen Zahlungsweg einzuhalten. Und damit dann eben die Integrität der Daten anzugreifen, also ein Attack on Integrity. Das sind die beiden Szenarien, ziemlich unabhängig davon, welche Applikation wir eigentlich haben, auf die wir natürlich die Chipkarten dann auch untersuchen müssen. Wie sehen diese Angriffsszenarien aber in der Praxis aus? Dafür gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sie zu realisieren. Hier auf der Folie nur einmal ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Und sehr gerne können wir auf jeden dieser einzelnen Angriffe heute detailliert eingehen. Dann müsstet ihr aber bitte Zeit haben bis morgen Mittag. Und ich denke, dann kriegen wir auch ein bisschen von unserem Angel hier etwas Ärger. Deshalb werden wir zu jedem dieser Hauptangriffsszenarien nur ein paar Beispiele bringen. Man kann die ganzen Angriffsszenarien oder Methodiken auch klassifizieren in drei große Klassen. Das erste sind die sogenannten manipulativen Angriffe.
Manipulativ bedeutet, dass wirklich die Karte selber physikalisch geöffnet wird und versucht wird, an dem Silizium selber eine Veränderung vorzunehmen. Also zum Beispiel ganz feine Nadeln aufzusetzen, um Signale, die auf diesem Chip transportiert werden, auszuspähen und damit an die geheimen Informationen zu kommen. Eine andere Möglichkeit des manipulativen Angriffes ist, dass man den Chip einfach Schicht für Schicht abträgt und auf jeder Schicht ein sehr hochauflösendes Foto aufnimmt. Hiermit ist es dann möglich, zum Beispiel den Schaltplan zurückzugewinnen und damit genauere Informationen zu bekommen, was wo in dem Chip passiert. Neben dem manipulativen Angriff ist die zweite große Klasse der sogenannte Bereich der observativen Angriffe. Hier wird die Chipkarte gar nicht mal physikalisch verändert, sondern sie wird einfach nur ganz normal in Funktion gesetzt und dabei ganz genau beobachtet. Also das heißt zum Beispiel genau geschaut, wie lange braucht eine mathematische Operation zum Beispiel und aufgrund dieser Zeitinformationen dann auf die Geheimnisse zurückzuschließen. Oder aber auch die Analyse von zum Beispiel Stromverbrauch oder elektromagnetischer oder optischer Abstrahlung, um hieraus die Geheimnisse zu extrahieren. Man sieht also, die manipulativen und die observativen Angriffe sind beides die Angriffsklassen, die helfen, tatsächlich die Geheimnisse auszuspähen. Folglich ist der Bereich der semi-invasiven Angriffe hauptsächlich darauf fokussiert, Daten zu verändern. Daten oder Programmabläufe. Das heißt, man versucht temporär eine Störung einzuprägen und damit ein Fehlverhalten oder eine Fehlinformation verarbeiten zu lassen. Ganz konkret hier natürlich auch ein praktisches Beispiel, wenn ich eine Karte gefunden habe, die mit einer PIN abgesichert ist, die ich nicht kenne, gut, jetzt könnte ich alle möglichen PINs ausprobieren, aber relativ schnell wird dann natürlich der Fehlbedienungszähler sagen, Moment, hier geht's nicht weiter. Eine Abhilfe wäre, ich gebe einfach irgendeine beliebige PIN ein und genau zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wird, ist diese PIN korrekt oder ist sie falsch, wird eine Störung eingeprägt und damit versucht, den Prozessor in die Richtung zu lenken, dass die falsche PIN als korrekt akzeptiert wird und mir Zugang erlaubt. Damit sieht man schon, diese drei Klassen von Angriffsmethodiken sind nicht nur auf Sicherheitscontroller anwendbar, sondern natürlich auf Controller ganz allgemein oder Silizium oder Chips ganz allgemein und sogar auch auf Systeme. Denkt man nur zum Beispiel mal an Analysen von zum Beispiel Spielekonsolen oder ähnliches. Auch hier kann man eine Vielzahl dieser Hardwareangriffe natürlich umsetzen. Gehen wir mal richtig rein in die Praxis zu den drei Angriffsklassen und für jeden dieser Angriffsklassen fangen wir an mit einem historischen Beispiel, wie es mal an der Telefonkarte vor 25 Jahren war, dann aber auch ein Blick in die heutigen Labore, was ist heutzutage einfach State-of-the-Art-Equipment in diesem Bereich und natürlich ein Ausblick in die Zukunft, wie werden diese Angriffe vielleicht möglicherweise in der Zukunft aussehen. Last but not least werden wir dann immer noch mal den Schluss machen, was ist eigentlich mit kleinerem Budget machbar? Das heißt also, was ist auch mit Heimmitteln oder Amateurequipment dann umsetzbar in diesen Klassen? Fangen wir ganz oben an mit den manipulativen Angriffen. Und wie Peter schon gesagt hat, damals war das Material relativ rar. Das heißt also, einfach so eine Telefonwertkarte einfach mal aufzuschneiden, hat man sich schon zweimal überlegt. Also haben wir gesagt, prima, wir machen erstmal ein Röntgenbild von der Karte, um genau zu schauen, was steckt da eigentlich drin. Es ist vielleicht keine so ganz einfache Idee, mit der Telefonwertkarte zum nächsten Krankenhaus zu fahren und zu sagen, ich brauche hier mal ein Röntgenbild. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also haben wir uns überlegt, wo kriegt man denn sonst Röntgenstrahlung her? Naja, und damals waren die Fernseher ja nicht so flach wie hier vorne die Monitore, sondern eben noch ein gutes Röhrengerät. Und die Elektronenröhren da drinne haben zum Beispiel auch eine gewisse Dosis an Röntgenstrahlung generiert. Also den Telefonkartenchip dann eben praktisch an diese Röhre angebracht und auf der anderen Seite einen empfindlichen Film, einen Röntgenfilm, genauer gesagt einen Zahnarztfilm angebracht und dann einige Wochen gewartet. Und tatsächlich, ja, das Ergebnis sieht man nämlich ganz deutlich hier unten links zum Beispiel. Da haben wir dann mal diesen Röntgenfilm vergrößert und haben dann auch interessanterweise festgestellt, es gibt nicht nur die normalen 5 Anschlüsse, die nach außen rausgeführt sind, sondern auf dem Bild erkennt man noch 2 weitere kleine dunkle Punkte. Siehe da, es sind irgendwelche Testkontakte noch auf diesem Silizium vorhanden.
Na, das hat ja natürlich unseren Forschergeist dann geweckt und dann haben wir mal gesagt, was steckt dann dahinter? Haben die Karte also wirklich geöffnet, das sieht man auf dem Foto daneben, und dann diese Testkontakte identifiziert. Gut, damals war die Frage, wie greift man jetzt eigentlich diese Testkontakte an mit einigermaßen überschaubarem Mittel? Und die Realisierung seht ihr ganz unten rechts in dem Foto. Wir haben nämlich die Telefonwertkarte einfach von der Rückseite geöffnet. Damit war das Silizium dann direkt für uns sichtbar. Und an diese kleinen Kontakte haben wir dann mittels Feinleitsilberkontakten ein Draht angeschlossen und die beiden Kontakte dann auf größere Flächen nach draußen gelegt, dass wir die Möglichkeit hatten zu schauen, was für Signale sind auf diesen zusätzlichen Kontakten dann vorhanden oder was passiert, wenn man dort Signale einspeist. Das sogenannte Probing und Forcing, damals vor 25 Jahren an der Telefonwertkarte. Dieses Probing und Forcing ist auch heute noch ein Thema, nur sind die Geräte etwas anders und auch etwas teurer. Wir sehen hier in dem mittleren Bild zum Beispiel ein sogenanntes Focus Ion Beam. Das ist ein Gerät, mit dem man das Silizium von der Vorder- oder von der Rückseite in sehr feinen Strukturen bearbeiten kann. So kann man zum Beispiel ganz feine Löcher reinbohren oder bestehende Leitungen entfernen oder sogar neue Leitungen auf dem Chip aufwachsen lassen. Hiermit ist es dann auch möglich, ganz feine Veränderungen oder auch Veränderungen in der Art zu machen, dass man die Signale von draußen halt ausspähen kann. Genaueres wird wahrscheinlich auch im folgenden Vortrag noch sein, denn da geht es ja auch um Backside-Attacks, wo dann auch ein Focus-Ion-Beam zum Einsatz kommt. Was ganz spannend bei diesen Geräten ist, obwohl sie relativ teuer sind, werden sie auch kontinuierlich ausgetauscht, weil die Weiterentwicklung hier sehr stark vorangeht. Denn immer, wenn eine neue Technologiegröße entwickelt wird, werden auch die Focus-Ion-Beam-Geräte entsprechend optimiert, dass man selbst feinste Technologie halt hiermit bearbeiten kann. Zum Beispiel gibt es heute auch Geräte, die selbst 22 Nanometer Strukturbreiten und selbst 10 Metalllagen übereinander bearbeiten können. Das ist insofern sehr interessant zu wissen, weil wenn man dann hier oder da mal ein Statement liest, naja, also Angriffe sind an sich nicht möglich, weil wir verwenden ganz kleine Technologie, dann ist natürlich die Frage, Moment, diese Geräte gibt es ja trotzdem auch schon für feine Technologie. Lustig ist es auch, wenn man noch feiner reingehen möchte, kann man sich natürlich anderer Technologien, wie zum Beispiel dem Atomic Force Microscope, bedienen. Das sind Geräte, die ja sogar in der Lage sind, einzelne Atome sichtbar zu machen. Naja gut, und spätestens da ist natürlich die selbst feinste Technologie nicht wirklich mehr vor versteckt dann. Mit diesem Atomic Force Microscopes haben wir jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel einzelne Speicherstellen auszulesen und damit genau zu schauen, was in dem Speicher, der auf dem Chip der Chipkarte integriert ist, wirklich gespeichert ist. Möchte man mehrere Sachen gleichzeitig testen, dann kann man auch ganz unten zu sehen mit einer sogenannten Microprobe Station tatsächlich bis zu 5 solcher Atomic Force Mikroskopienadeln aufsetzen und damit sogar einzelne Transistoren genau vermessen, was für eine Charakteristik die hat. Zugegebenermaßen alles kein ganz einfaches und preiswertes Equipment, aber heutzutage in den großen Laboren tatsächlich als State of the Art vorhanden. Und um erstmal zu sehen, wo kommen wir denn überhaupt hin, wo muss ich dann diese Analyse durchführen, gibt es ganz oben zu sehen den sogenannten Elektronenmikroskop-Chip-Scanner. Das heißt, hat man den Chip präpariert, dass man eine saubere Oberfläche hat, kann man mit diesem Gerät sehr genau ein hochauflösendes Bild machen. Anschließend würde man den Chip eine Schicht weiter abtragen, wieder ein hochauflösendes Bild machen und das mehrfach, bis man alle Bilder zusammen hat und damit dann eben auch tatsächlich einen Schaltplan wieder reverse engineeren kann. Das Ganze die Technik, die heute verfügbar ist, und dann ist natürlich zu Recht die Frage, wie wird es denn da weitergehen? Gut, ganz früher hier nochmal ein Bild ganz oben zu sehen mit Standard-Equipment, also Oszilloskop, einfach einen Signalverlauf aufzunehmen. Und ich glaube, es ist kaum zu erkennen, das war zum Beispiel auch im Eidelstädter Bürgerhaus auf dem Chaos Communication Kongress 92, als wir Signale noch mit der Videokamera dann aufgenommen haben, um sie anschließend dann auswerten zu können. Das also wirklich so Einzelsignale, die man damals messen konnte. Heutzutage ist es mit spezialisiertem Equipment, wie zum Beispiel der Datenkrake, sehr gut möglich, auch sehr viele Signale parallel aufzunehmen. Jedoch ist dann immer die Frage, wie kriege ich diese Signale eigentlich aus diesem Chip heraus?
Und deshalb haben wir uns mal überlegt, wie kann die Entwicklung dort weitergehen? Und interessant ist es dann, wenn einfach ein Chip den anderen Chip direkt angreift. Wie kann so etwas gehen? Zum Beispiel, indem man den Chip, den man analysieren möchte, zunächst einmal mit dem Fokus ein Beam so präpariert, dass alle interessanten Signale auf die Rückseite herausgeführt sind. Also feine Löcher bohren und dann nach hinten raus kontaktieren. Dann kann man diese Kontakte so anordnen, dass sie zum Beispiel auf einen FPGA passen. Das heißt, man würde den Chip, den man analysieren möchte, auf einen FPGA aufbringen. Und der FPGA kann dann so programmiert werden, dass er entweder mehrere hundert Signale gleichzeitig in Echtzeit aufzeichnen kann und damit natürlich analysierbar machen kann. Oder aber auch über diese Kontakte Signale einspeisen. Das heißt also auch die Chip-Funktion zu einem gewissen Zeitpunkt dann aktiv verändern kann. Das heißt, hier noch etwas Zukunftsmusik und sicherlich auch mit relativ hohem Aufwand verbunden. Nichtsdestotrotz, wir haben ja versprochen, wir schauen auch so ein bisschen, was kann man mit weniger Aufwand machen. Und das ist zum Beispiel mit kleinerem Gelbbeutel möglich, auch Probing durchzuführen, also Signale auszuspähen. Letztes Jahr auf dem Kongress gab es einen Vortrag zum Thema Low-Cost-Probing, wo eine Probing-Station selber gebaut worden ist. Hier im oberen Bild sieht man die Probing-Station, die bei mir zu Hause im Arbeitszimmer steht, die nämlich relativ preiswert aus einem Industrieverkauf stammt. Das Schöne ist, hier hat man ein sehr gutes Mikroskop oben und darunter eine Arbeitsfläche, wo man halt feine Nadeln direkt auf das Silizium mit hoher Präzision aufsetzen kann. Die Nadeln sind allerdings in der Tat natürlich ein Kostenfaktor, denn auch die verschleißen und jede Nadel kostet so 20 bis 30 Euro sehr gerne mal. Dann ist die Frage, wie kriegt man da preiswertere Lösungen hin? Und das geht in der Tat auch mit Haushaltsmitteln, zum Beispiel mit dem Wolframdraht aus einer Halogenlampe und ein bisschen Chemie aus dem Haushalt, kann man dann hier auch Nadeln sich tatsächlich selber generieren. Das heißt also, den Draht vorne so anspitzen oder anätzen vielmehr, dass er dann eben sehr feine Technologien auch direkt kontaktieren kann. Und es ist sogar berichtet worden, dass man, wenn man das Mikroprozessor gesteuert macht, Nadeln bekommt, die vorne an der Spitze nur ungefähr 5 Nanometer Struktur Größe haben und damit natürlich auch feine Leitungen direkt kontaktieren können. Sollte es noch feiner sein sollen, auch kein Problem. Für Schülerexperimente, das heißt in Schulen, gibt es heutzutage auch sehr häufig Kits, um ein Atomic Force Mikroskop selber zu bauen. Das heißt also, mit einem relativ kostengünstigen Setup kann man hier auch die einzelnen Atome sichtbar machen, aber so weit runter brauchen wir ja gar nicht gehen. Damit einfach mal so ganz kleinen Ausblick auf die manipulativen Angriffe gestern, heute und morgen. Und schauen wir mal in die zweite Klasse, die observativen Angriffe. Auch hier zunächst einmal wieder 25 Jahre zurück. Als wir den Chip geöffnet haben, haben wir natürlich dann auch ein Foto gemacht von dem gesamten Chip. Das sieht man im oberen Bereich des Bildes. Und da haben wir verschiedene Strukturen dann relativ schnell identifizieren können, die etwas spannender waren. Jetzt ist die Frage, wie analysiert man solche Technologie? Und wir haben dann glücklicherweise Zugang zu einem älteren Elektronenrastermikroskop bekommen und haben hier den Chip dann tatsächlich einmal unterlegen können und ganz genau Analysen machen können. Das ist nämlich das Bild in der Mitte, wo man dann wirklich die einzelnen Speicherzellen sieht. Neben diesen rein optischen Maßnahmen haben wir aber auch mal geschaut, wie viel Stromverbrauch ist eigentlich da in den verschiedenen Operationsfeldern. Und das sieht man dann unten rechts als Grafik aufgetragen. Und über solche Analysen sind wir dann drauf gekommen, dass da tatsächlich noch einige zusätzliche Sicherheitsfunktionen in der Telefonwertkarte drin sind, die wir auf diese Art und Weise dann identifiziert und verstanden haben. Aus der Historie jetzt wieder in die aktuelle Welt zurück. Heutzutage Strommessung zu machen, ist nicht mehr wirklich State of the Art, denn mit einer elektromagnetischen Analyse hat man ungefähr einen Faktor 1000 bessere Resultate. Elektromagnetische Analyse ist deshalb natürlich möglich, weil jede Leitung, die durch mit einem Strom belegt wird, natürlich ein elektromagnetisches Feld aussendet und mit speziell gefertigten Mikrospulen kann man hier also in sehr kleinen Bereichen, so typischerweise ungefähr 100 Mikrometer des Chips, genau feststellen, was für Aktivitäten finden dort statt.
Diese Mikrospulen, die werden dann mit einem High-End-Oszilloskop aufgenommen. Das heißt, die Signale davon natürlich. Typischerweise haben wir hier Oszilloskope im Einsatz, so 40 Gigasamples per Second und mit entsprechenden Bandbreiten. Und das Ganze dann auf PC-Systeme übertragen, die die ganzen Messdaten aufnehmen und analysieren. Neben dieser elektromagnetischen Analyse ist aber auch die Photonenemissionsanalyse etwas, was sehr stark im Kommen ist, denn bei ungefähr jedem tausendsten Schaltvorgang gibt es auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infrarotphoton generiert wird und ausgesendet wird. Und mit speziellen Detektoren, die im flüssigen Stickstoff dann gekühlt sind, kann man diese Infrarotphotonen aufsammeln und auswerten. Das heißt, damit sieht man also, wo auf dem Chip ist eine Aktivität. Und wenn man genauer die Auflösung erhöht, dann kann man sogar noch direkter Rückschlüsse auf die verarbeiteten Geheimnisse erreichen. Dazu verwendet man insbesondere die sogenannten Solid Immersion Lenses, weil diese dann einfach von der Auflösung her nochmal einen signifikanten Gewinn bekommen. Somit also die Angriffe, um Daten auszuspähen von heute aus den Laboren. Aber auch hier wieder die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Auch die Idee gesponnen, ein Chip mal gegen einen Chip angreifen lassen, denn meistens ist es heutzutage nicht ausreichend, nur an einer Stelle die elektromagnetische Abstrahlung zu detektieren, sondern an mehreren Stellen. Und deshalb mal die Idee, dass man zum Beispiel einen speziellen Chip herstellt, der nicht nur eine Mikrospule enthält, sondern ein ganzes Array davon, sodass man dann tatsächlich gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Chips messen kann, was für Aktivitäten finden statt. Auch auf dem Chip könnte natürlich eine gewisse Vorverarbeitung mit stattfinden, sodass man hier dann sehr schnell komprimierte Daten herausbekommt. Eine andere Möglichkeit, Sachen zu observieren, auch wieder aus der Idee Photoemissionsanalyse, wäre aus dem Bereich der OLED-Technologie. Was hindert einen denn daran, den Chip einfach so zu präparieren, dass man mittels Focus IM Beam die interessanten Signale nach hinten herauszieht? Und hier dann entsprechend eine Art OLED-Display praktisch aufbringen, dass man direkt visualisiert, was sind die Informationen hier drauf. Das heißt in Summe auch hier die Möglichkeit, mit beiden Verfahren wieder ganz viele Signale parallel zu beobachten und dann eben entsprechend zu analysieren. Alles auch wieder recht teure Technik. Kommen wir wieder zurück, was kann man mit haushaltsüblichen Mitteln machen oder mit kleinem Budget? Natürlich einerseits auch eine elektromagnetische Analyse. Es müssen nicht immer die teuren Sonden sein, sondern man kann sich auch aus Kupferdraht zum Beispiel eine kleine Spule sehr gut selber wickeln. Oder aber auch aus einer älteren Festplatte einen Festplattenkopf zu entfernen. Denn die sind ja darauf spezialisiert, die Magnetfeldänderungen in einem sehr kleinen Bereich aufzunehmen. Das Ganze angeschlossen an heutzutage etwas preiswertere Digital-Oszilloskope oder sogar an PC-Einsteckkarten ergeben bereits sehr, sehr gute Resultate. Und auch damit kann man eben schon sehr gut einen solchen observativen Angriff oder eine Seitenkanalanalyse erfolgreich durchführen, wenn das System nicht ausreichend gesichert ist. Ja, und selbst die Photoemissionsanalyse ist nicht unbedingt dem 1-Million-Euro-Equipment vorbehalten, sondern auch hier gibt es Kameras, die insbesondere aus der Amateurastronomie stammen, die eine sehr lange Belichtungszeit haben und damit auch die Möglichkeit geben, diese seltenen Effekte, wann einmal ein Infrarotphoton auf solch einem Schaltkreis entstehen, dann aufzunehmen und damit zu analysieren. Also in Summe auch hier viele Möglichkeiten, was man im observativen Bereich machen kann. Nun zur dritten Klasse der Angriffe, das sind die semi-invasiven Angriffe oder auch Fehlerinduktionsangriffe. Da geht es darum, dass man den Chip stören möchte und zwar während des Betriebes, zum Beispiel während er eine Sicherheitsabfrage macht oder während er zum Beispiel entscheidet, ob ein Bit das richtige Bit ist, was zu einer PIN gehört oder das falsche. Man kann diese semi-invasiven Angriffe mit verschiedensten Methoden machen, zum Beispiel mit Stromimpulsen. Was sehr, sehr beliebt ist, ist eine sogenannte optische Methode, das heißt, man beleuchtet den Chip und das Lithium ist lichtempfindlich, es verhält sich im Prinzip damit wie eine Solarzelle und es wird stromintern erzeugt, dass der dann zu Fehlfunktionen führen kann. Im Jahr 1992
hatten wir uns überlegt, wie man herausfinden könnte, wo auf dem Telefonkartenchip was eigentlich passiert. Das heißt, wo werden eigentlich die Daten verarbeitet, wo werden sie gespeichert, was passiert in welchem Teil des Protokolls. Und so eine Idee war, man wusste damals, Transistoren mussten vor Licht geschützt werden. Es gab so ganz alte Germanium-Transistoren, die hatten ein Glasgehäuse und dann einen schwarzen Schutzlack, damit das Licht diesen Transistor nicht trifft. Und die Idee war jetzt einfach, den Chip auch punktuell zu beleuchten, um zu schauen, ob der an bestimmten Stellen während des Betriebes dann aussteigt, die dann immer die gleiche Funktion praktisch darstellen. Wir haben zunächst mal normales Licht genommen, also Halogenlampe und ähnliches hat nicht gereicht. Das heißt, ein Laser musste her. Wissenschaftliche Laser waren aber ziemlich teuer noch zu damaliger Zeit, aber glücklicherweise gab es den sogenannten Bildplattenspieler. Das ist dieses Gerät, was man da links sieht, samt Disk, also eine Videodisk sozusagen, und dieses Glasrohr, was man da auch sehen kann, das ist ein Helium-Neon-Laser. Kommt ein Laserstrahl raus, der hat ungefähr einen Durchmesser von 2 mm. Wenn man den komprimiert auf 0,1 mm Durchmesser, was man mit einem Mikroskopobjektiv dann hinbekommen hat, dann hatte man genügend Energiedichte, um den Chip tatsächlich zu stören. Wir haben diesen kleinen, relativ hellen Laserpunkt dann über den Chip gesteuert und den Chip dabei benutzt. Man konnte sehen, dass der Chip tatsächlich an bestimmten Bereichen Reaktionen zeigte, an manchen gar keine, an manchen aber schon, und das eben in verschiedenen Bereichen, sagen wir mal, dieses Protokolls, auch in verschiedenen Bereichen der Daten, die da rauskamen. Und auf diese Weise konnte man damals schon so ein bisschen kartografieren, was sich eigentlich in dem Chip tut. Natürlich nicht besonders genau, also nicht auf den Mikrometer, das ist ganz klar. Ja, heute kann man einiges mehr. Die Lasertechnik ist ziemlich weit fortgeschritten, von diesen alten Gaslasern hin zu modernen Diodenlasern oder Kristalllasern. Und so ein typischer Messplatz, mit dem man solche Angriffe heute machen würde, der ist hier in diesen beiden Bildern auf der linken Seite mal gezeigt. Unten sieht man, dass man ein Mikroskop hat mit Objektiven zum Beispiel, das ist eine Variante. Und unter diesem Mikroskop ist so ein kleiner Tisch mit einem Chip drauf. Dieser Tisch kann submikrometer genau bewegt werden, sodass man den Chip ganz genau justieren kann. Man kann ihn auf diese Weise scannen oder man kann bestimmte Bereiche anfahren, die man gerne untersucht hätte. Und wichtig ist da auch, dass man eben in 3 Achsen das Ganze steuern kann, denn man will dieses Licht an einer bestimmten Stelle fokussieren, und zwar nicht oben auf der Oberfläche des Chips, sondern genau da, wo, sagen wir mal, die Schaltvorgänge passieren, und zwar im Substrat anfangen. Und das ist wichtig, dass man sozusagen den Laser dann entsprechend immer nachführt. Ja, man kann ultraviolette Strahlung benutzen, die dringt praktisch nicht durch. Man kann sichtbare Strahlung benutzen, rot, grün, die dringt schon durch die Vorderseite des Chips durch und kann auch entsprechend dann Effekte erzielen, genau wie bei dem alten Gaslaser, den wir gerade gesehen haben. Und man kann auch Infrarot benutzen, typischerweise können wir das dann auch während des Betriebes umschalten, und mit Infrarot kann man dann von der Chip-Rückseite auch agieren. Das bedeutet, weil das Chip Silizium transparent ist, kann man den Laser einfach durch die Chip-Rückseite einstrahlen und dann im Silizium direkt da fokussieren, wo man es haben will. Da muss man so ein bisschen optische Berechnungen durchführen, aber das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Und auf die Weise kann man auch zum Beispiel Schutzmechanismen umgehen, wie zum Beispiel Metallbeschichtung oder ähnliches. Heute ist es auch üblich, dass man an mehreren Stellen gleichzeitig einen Laser belichtet. Das wird üblicherweise mit mehreren Lasern gleichzeitig auch gemacht. Und auch, dass man sehr oft hintereinander, also einen Laserschuss dann auf den Chip abgibt. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, es gibt Software-Gegenmaßnahmen, die fragen einmal ab, ob eine bestimmte Operation gemacht wurde, ob ein Register zum Beispiel gesetzt wurde oder nicht. Dann nochmal zur Sicherheit. Und wenn man dann nicht schnell genug ist mit dem Laser, um zweimal sozusagen den gleichen Fehler zu induzieren, dann erkennt diese Software-Sicherheitsmaßnahme den Angriff und wird einen Alarm auslösen. Aber heute hat man da Laser, die bis zu 200 MHz schnell modulierbar sind, und das reicht dann auf jeden Fall aus, um taktfein da zu agieren und fast jede Software-Gegenmaßnahme auszuschalten. Eine kleine Folie zu den Zukunftsvisionen. Auch hier haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht, ein paar Experimente auch schon zwischendurch mal gemacht. Auch hier lassen wir wieder einen Chip gegen einen Chip antreten, und zwar diesmal nehmen wir einen Chip, der Licht direkt prozessiert.
Während man früher das Licht sozusagen direkt verwendet hat, also durchs Mikroskop eingekoppelt auf den Chip einstrahlen ließ, heute schon relativ aufwendige Bauten hat, um das Laserlicht auf den Chip zu leiten, könnte man sich in Zukunft vorstellen, dass man das Ganze sogar wieder etwas einfacher macht, indem man das Licht selber prozessiert. Und so eine ganz einfache Methode, Licht zu prozessieren, die ja, sieht man hier im Prinzip schon an der Wand. Der Beamer macht das nämlich mit den DLPs, Digital Light Processing. Da sind kleine Mikrospiegel drin, die sich bewegen. Sowas könnte man zum Beispiel verwenden, um Laserstrahlen an bestimmte Bereiche des Chips zu lenken, zu bestimmten Zeiten, zu anderen Zeiten nicht. Dazu kommt die Modulation des Lasers noch dazu, das würde schon sehr viel bringen. Aber es gibt auch die sogenannten Spatial Modulators. Das ist so ähnlich wie ein DLP in einem Beamer, aber es ist ein veränderbares Gitter sozusagen. Und durch diese Gittereffekte wird jetzt eine Interferenz erzeugt, praktisch Verstärkung des Lichtes an einer bestimmten Stelle oder Abschwächung des Lichtes an einer anderen Stelle. Und speziell von solchen Sachen erhoffen wir uns recht gute Angriffsmöglichkeiten dann auch für die Zukunft. Aber auch der Amateur kann hier einiges machen. Hier zum Beispiel einfach mal gezeigt, was kann man mit einfachsten Mitteln treiben. Man muss nicht unbedingt 500.000 oder 800.000 Euro ausgeben oder eher mehr, sondern man kann das Ganze auch sehr günstig haben. Zunächst mal ist es in der Tat etwas schwierig, das Positionieren günstig zu machen. Man kann aber schon mit Mikrometerschrauben zum Beispiel hantieren. Die sind also günstig zu bekommen, gebraucht zum Beispiel. Was sehr günstig geworden ist, sind die Laser, also gerade rote und grüne Laser sind im Prinzip zum Beispiel aus chinesischer Fertigung schon sehr, sehr günstig zu erhalten. Die haben auch eine Modulationsmöglichkeit, das geht also analog. Man kann auch Infrarotlaser inzwischen bekommen und die würde man dann zum Beispiel in den Kameraport eines Mikroskops sozusagen einkoppeln. Oder was man auch machen kann, das ist auf dem untersten Bild zu sehen, dass man den Laser direkt mit Lichtleitfasern auf den Chip lenkt und sozusagen an der Stelle, wo man die Lichtleitfaser aufsetzt, da sozusagen die entsprechenden Effekte erzielt. Solche Laser kann man dann durch Software triggern, also PC. Günstiger ist es wahrscheinlich, wenn man ein kleines FPGA damit betreut, das zu machen, was mit den Steuersignalen der Chipkarte dann entsprechend verbunden ist. Ja, und in Rot habe ich hier nochmal so ein paar Sicherheitshinweise aufgeschrieben, weil ich denke, dass es schon wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt, sollte man da wirklich vorsichtig sein. Denn im Gegensatz zu kleineren Schnittverletzungen oder Knochenbrüchen ist das hier so, dass da wirklich das Risiko irreparabler Schäden besteht am Auge. Und es lohnt sich wirklich nicht, da für so sein Augenlicht aufs Spiel zu setzen. Ja, kommen wir nun zu einer anderen Möglichkeit, semi-invasive Angriffe durchzuführen, die zum Beispiel dann interessant sind, wenn man auf den Chips Detektoren hat, die Laserlicht sehen. Und so möchte man zum Beispiel darum herumkommen, so einen Sensor auszulösen. Wie könnte man das sowas zum Beispiel machen? Es gibt ja die Möglichkeit, Strahlungsquellen einzusetzen, zum Beispiel Alpha-Strahlung. Das ist relativ bekannt, auch zum Beispiel aus der Weltraumelektronik, eigentlich so seit den 60er Jahren, dass man weiß, Strahlung kann Schaltungsteile verändern, kann aber auch zum Beispiel für temporäre Fehler sorgen. Und da ist natürlich interessant, sowas eben auch zum Beispiel für Angriffe gegen Chipkarten einzusetzen. Und in der Tat ist es auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel kurzzeitige temporäre Fehler erzeugen will. Zum Beispiel gibt es Angriffe, die nennen sich DFA, Differential Fault Attack, oder auch als Bell-Core-Attacke bekannt, wo man Fehler in kryptografische Berechnungen einbringt und anhand des Ergebnisses dann Rückschlüsse auf den geheimen Key ziehen kann. Das ist teilweise so, dass da wirklich eine einzige Fehlberechnung reicht. Das Ergebnis muss rauskommen allerdings, sie darf nicht entdeckt werden und dann kommt man an den geheimen Key heran. Wir testen sowas auch professionell, dafür benutzen wir natürlich dementsprechend auch professionelle Strahlenquellen. Die sind geschlossen, da besteht also keine Gefahr jetzt der Verstrahlung oder Kontamination. Wir benutzen Masken, das heißt, wir machen uns die Tatsache zunutze, dass Alpha-Strahlen durch Material schwer durchkommen, also zum Beispiel Overhead-Folie wäre also eine Wand sozusagen für die Alpha-Strahlen. Durch Silizium kommen sie gerade so weit, dass sie das Silizium stören können.
Aber dadurch kann man eben sehr einfach Masken bauen, mit denen man zum Beispiel dann nur bestimmte Kryptoprozessoren auf dem Chip oder ein RAM oder ein Kryptoram oder ähnliches dann bestrahlt. Das Ganze ist aber relativ teuer als Quelle und wird auch normalerweise nicht an Privatpersonen verkauft. Anwender müssen dann entsprechend angewiesen sein. Das sind sie natürlich dann auch bei uns dienstlich. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, wie könnte eigentlich ein Amateur da rangehen und so etwas ausnutzen, den Alpha-Strahlenangriff. Es gibt in der Tat heute noch einige Haushaltsstrahlenquellen, zumeist aus älterer Zeit. Die meisten davon sind inzwischen eigentlich in der Produktion eingestellt und auch mehr oder weniger verbannt, aber man kriegt die teilweise noch. Zum Beispiel sind das Radium-Uhrzeiger von älteren Uhren oder speziell Weckern. Es sind Uran- und Thoriummineralien oder auch zum Beispiel Glühstrümpfe von älteren Gasglühlampen. Das ist inzwischen auch durch nicht radioaktives Material ersetzt, aber es gibt sowas noch. Und hier auf der linken Seite kann man auch zum Beispiel sehen, wie zum Beispiel so ein Radium-Uhrzeiger auf einen Chip aufgelegt wird und entsprechend kurze Zeit später wurden da auch zum Beispiel solche Effekte dann gezeigt. Man kann auch als Amateur seinen Chip dann maskieren und nur bestimmte Bereiche bestrahlen. Das kann man eben auch mit Folie zum Beispiel machen, heiße Nadel in eine Overhead-Folie einzustecken zum Beispiel. Es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel den Chip mit Kerzenruß zu überziehen und dann die entsprechenden Bereiche, die man bestrahlt haben möchte, dann wegzukratzen manuell oder eben mit einem Laser dann zu entfernen, was auch sehr leicht geht. Oder eben mit Lack oder ja, solchen zum Beispiel da oben gezeigten Werbegeschenken eines bekannten Telekommunikationsunternehmens, so ein Nagellack, das funktioniert also dann auch. Ja, diese Möglichkeit brachte uns mal auf eine Idee und zwar haben wir uns gedacht, man sollte doch eigentlich mal einen modernen Smartcard-Controller gegen die erste Atombombe antreten lassen. Wie kann man das Ganze jetzt machen? Ja, bei der Explosion der ersten Atombombe, man sieht drüben auf dem linken Bild da die beiden Leiter des Manhattan-Projekts, ist nicht viel übrig geblieben, aber der Boden und dieser Boden, man sieht, da sind so Risse drin, der wurde durch den Druck und durch die Hitze verdichtet zu so einem glasartigen Material. Und es ist auch etwas von diesen Spaltprodukten der ersten Atombombe ist da drin auch noch gefangen worden. Das Ganze nennt sich Trinitit wegen der Bezeichnung Trinity Site und das wird beim Mineraliensammlern relativ ja, großflächig verbreitet, ist auch heute noch zu bekommen. Es ist nicht mehr radioaktiv, also keine Angst, kein radioaktives Material. Und nach 68 Jahren ist da tatsächlich auch nicht mehr viel Radioaktivität übrig geblieben. Aber ein wenig Alpha-Strahlung ist noch da. Wir haben uns mal sowas besorgt und dann mal nachgemessen. Und wenn man jetzt die glasartige Seite, das ist sozusagen Bomb-Side, dann auf den Chip auflegt, dann zeigt so ein Chip tatsächlich Effekte. Jetzt natürlich die Frage, geht das jetzt damit besonders gut? Nein, da müssen wir sagen, das geht damit sogar besonders schlecht. Aber wir dachten, es müsste einfach mal gemacht werden. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Strauß verschiedenster Angriffe dargestellt. Und in diesem Gegenlicht ist es mal ganz interessant zu sehen, was für mögliche Statements vielleicht auch einfach mal zu finden sind. Ein Statement hatte ich vorhin schon mal zitiert, das steht in der Mitte dieser Folie. Attack will not work because we use the smallest technology nodes. Das ist natürlich mit dem Hintergrundwissen über moderne Focus-IM-Beam-Geräte oder sogar über Atomic Force Mikroskopie natürlich ein Statement, wo man dann nur ein wenig drüber lächeln kann. Unsere persönlichen Highlights allerdings bei solchen Statements sind immer sehr absolute. Ganz oben zum Beispiel auf der Liste, Attacks are impossible, wenn solche Aussagen fallen. Oder zum Beispiel unser persönlicher Top-Favorit, ganz unten aufgelistet, wenn eine Funktion als unklonierbar dargestellt wird. Denn ich glaube, da brauchen wir hier nicht groß drüber reden. Eine hundertprozentige Sicherheit kann es einfach nicht geben. Und insofern sind das natürlich so Aussagen, da muss man dann doch mal genauer reinschauen und schauen, was steckt da eigentlich hinter. Ein noch viel größeres Security Nightmare könnte sich ergeben mit einem Szenario, das wir einleiten möchten aus einer ganz anderen Welt, nämlich aus dem Automobil- und aus dem Kühlschrankbereich.
Bei Autos zum Beispiel ist berichtet worden, dass einige Autos eine besondere Optimierung haben für die Verbrauchstests, die durchgeführt werden. Das heißt also, bei dem standardisierten Test, wie viel Sprit verbraucht dieser Wagen eigentlich, sollen diese Autos so optimiert sein, dass hier ein besonders niedriger Spritverbrauch auftaucht. Wenn man diesen Wagen dann aber im Normalbetrieb fährt, stellt man fest, nee, also irgendwie ist der Spritverbrauch doch etwas höher. Das heißt also, man kommt einfach nicht an diese optimierten Szenarien einfach ran. Es ist hier doch irgendwie etwas fraglich, ob dieser Verbrauchstest so sinnvoll ist, beziehungsweise, dass diese Optimierungen da eingebaut sind. Auch bekannt ist aus dem Kühlschrankbereich, hier wurde berichtet, dass ein Hersteller diesen Kompressor, der da drin ist, nicht ganz normal mit einer einfachen Technik ansteuert, sondern tatsächlich einen Mikrocontroller spendiert hat. Und dieser Mikrocontroller soll ein spezielles Testprogramm oder ein Analyseprogramm enthalten haben, was genau detektiert hat, ah Moment, jetzt kommt ein ganz spezieller Temperaturverlauf und dieser Temperaturverlauf wird genau dann angelegt, wenn die Energieeffizienzklasse vergeben werden soll. Das heißt also, der Mikrocontroller stellt fest, ah, jetzt bin ich im Test, jetzt muss ich besonders gutes Bild hervorbringen, also regel ich mal meine Kühlleistung herunter und damit natürlich auch den Energieverbrauch. Was das dann mit den Sachen im Kühlschrank macht, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall kann es dann dazu führen, dass der Kühlschrank ein sehr viel besseres Energieeffizienzlabel bekommt, als er eigentlich verdient hätte und dann im Realverbrauch doch mit signifikant höheren Leistungen aufwartet. Nehmen wir diese beiden Szenarien einfach mal her und übertragen die auf Security Chips, dann wäre natürlich das absolute Nightmare, wenn diese Szenarien, die beim Test angelegt werden, auch genau von dem Chipkartencontroller erkannt werden und nur genau diese zu einem Alarmzustand geführt werden. Als konkretes Beispiel, wir haben vorhin einige Laser-Attacks gesehen und klassischerweise werden hierfür immer wieder die gleichen Laserquellen verwendet. Und könnte ein Chip ja einen Detektor eingebaut haben, der gar nicht mal so sehr auf die Sicherheit achtet, sondern genau auf diesen Laser achtet und so wie der auftaucht, einfach mal den Chip in einen sicheren Zustand, also in einen Alarmzustand bringen oder vielleicht sogar selbst zerstört. Wenn jetzt aber ein pfiffiger Angreifer vielleicht einfach mal ein bisschen was verändert, zum Beispiel eine etwas andere Wellenlänge verwendet oder vielleicht eine andere Pulslänge, naja, ob das diese spezielle Gegenmaßnahme, dieser Laserdetektor dann noch detektieren würde, wäre mehr als fraglich. Und insofern ist es natürlich ein absolutes Nightmare, wenn in diese Richtung dann plötzlich Gegenmaßnahmen eingebaut werden würden. Ja, der Klassiker der Nightmares schlechthin sind ja die Schlangenöle. Und glaube ich, da brauche ich jetzt hier in dieser Runde wenig drüber zu erzählen, was Schlangenöle sind oder wie die Gefahren davon aussehen. So bestimmte Warnzeichen gibt es da auch im Chipkartenbereich, zum Beispiel, ja, wie Markus gerade sagte, Wörter hört wie zum Beispiel unhackable, nicht hackbar oder 100% sicher, können Warnzeichen sein. Manchmal sind hinter zweifelhaften Sicherheitstechnologien auch gute Storys hinterlegt, wo zumindest der Laie dann sagt, naja, eigentlich könnte das ja funktionieren, das klingt ja schon mal ganz gut. Aber wenn man einen Angriff abwehrt, kann es sein, dass man durch eine neue Funktion, die man einführt, 10 andere es ermöglicht. Und da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele schon aus der Historie, wobei dann vorher relativ gut gesicherte Systeme dann auf einmal dadurch wieder unsicherer werden oder völlig unsicher werden, dass man eine gut gemeinte Funktion dann einbaut. Das kann auch bei Sicherheitsevaluierungen ein wenig in die Irre führen, wenn man die methodisch aufsetzt und auf einmal dann vor einem Rätsel steht, wie das Ergebnis aussieht. In dem unteren Kasten kann man mal sehen, wie eine gut gemeinte Funktion dann zu einer Backdoor führt. Das ist so ein Szenario, was man sich aufstellen kann. Hier geht es um die sogenannten Physical Unclonable Functions und ja, ihr seht schon, wir haben das also in Anführungszeichen gesetzt, so behandeln wir das eigentlich bei uns, das Wort Unclonable in diesem Zusammenhang. Wie macht man daraus einen Hardware-Trojaner? Also zur Illustration vielleicht ganz kurz, was macht so eine Physical Unclonable Functions oder
wie sieht dieser Fall, dieser Physical Unclonable Functions aus, die wir uns da angesehen haben. Man geht davon aus, dass man, wenn man REM-Zellen zum Beispiel baut, also Speicherzellen mit REM auf einer Chipkarte, dass man dann diese immer mit leichten Produktionsvariationen zum Beispiel erzeugen würde. Und eine REM-Zelle, wenn man sie einschaltet, kann entweder, da sie aus zwei Teilen besteht, in die Richtung 1 kippen von sich aus oder in die Richtung 0. Das heißt, wenn man so einen REM-Speicher einschaltet, dann stehen da Einsen und Nullen drin in einer Reihenfolge, die man erstmal für Zufall halten würde. Das liegt daran, dass diese REM-Zellen eine bestimmte Vorzugsrichtung haben, und zwar je nachdem, welcher Schaltungsteil dieser REM-Zelle ein wenig stärker ist, der in Richtung 1 schaltet oder der in Richtung 0 schaltet, würde die dann zu einer 0 tendieren oder zu einer 1. Und das ist tatsächlich prozessabhängig und auch dann chipindividuell. Das heißt, man kann daraus chipindividuelle Daten gewinnen und könnte man damit natürlich auch geheime Schlüssel erzeugen. So, nun gibt es allerdings ein Problem dabei. Es klingt alles ganz gut, also schöne Story erstmal. Aber ein Angreifer kann sich diese Sache zunutze machen. Und zwar kann er in der Produktion einen zusätzlichen Schritt einführen, der dafür sorgt, dass diese Vorzugsrichtungen der REM-Zellen, in die diese fallen, nicht mehr per Zufall ausgelegt sind oder durch Zufall resultieren, sondern durch sein eigenes Eingreifen. Das könnte er zum Beispiel dadurch machen, indem er den einen Teil der REM-Zelle, die er zum Beispiel in Richtung 1 immer kippen lässt, etwas verstärkt und den anderen Teil ein wenig schwächt, zum Beispiel durch Ionenimplantation oder andere Technologien, die man in der Maskenfertigung alle kennt. Das bedeutet, der Angreifer hat dann die Gewissheit, diese REM-Zellen, die da in den fertigen Chips entstehen, die kippen auch nach einem Muster. Das sieht nach außen relativ zufällig aus erstmal, aber das ist ein Muster, das er vorher weiß. Das heißt, er hat eine Backdoor da eingebaut. Und so etwas zu erkennen, das ist äußerst schwer, also weder in der Evaluierung noch in der Zertifizierung oder am fertigen Produkt, wenn man da Daten hat, die praktisch so genauso aussehen wie Zufall, und das kann man ja produzieren, dann hat man da ein echtes Problem. Nun sind wir nicht die Einzigen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Eigentlich ist es immer so, wenn das Thema unhackable oder ähnliches auftritt, dass dann sich da Forscher drauf stürzen. Das ist auch in diesem Fall passiert. Und ja, wie gesagt, wir sind da lange nicht die Einzigen, die sich damit mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ja, generell ist es natürlich klar, wenn man etwas als unhackable preist oder unclonable, dann wirkt das auf Hacker so, als wenn man Ameisen mit Honig bewirft. Das muss man dann einfach wissen. Ja, die Frage ist natürlich noch, was wünscht man sich noch im heimischen Hackerlabor? Früher war es eben so, das gute Mikroskop und das hochaufgelöste Oszilloskop, um Signale und Chips genauer betrachten zu können. Heutzutage ist es eher so die Elektronenstrahlquelle, die man sich an sich zu Hause wünscht, denn das ist tatsächlich fast wie so ein Schweizer Taschenmesser, sehr, sehr vielfältig ansetzbar. Und hier vielleicht einfach nur ein paar Ideen, was man mit so einem Elektronenstrahl alles machen kann. Neben diesen hochaufgelösten Fotos, die ich vorhin schon mal berichtet habe, ist es auch möglich, den Elektronenstrahl an einer festen Stelle zu platzieren und hiermit zu beobachten, was für Informationen laufen über diese Leitung aktuell rüber. Das heißt also zwei Möglichkeiten, um mehr Informationen über den Chip selber herauszubekommen. Aber selbst für Störungsangriffe, die semi-invasiven Angriffe, ist es möglich, den Elektronenstrahl einzusetzen. Denn einerseits, wenn der Elektronenstrahl auftrifft, entstehen auch Sekundärelektronen. Und das heißt, dieses kann man nutzen, um temporär eine kurzzeitige Störung in einem kleinen Schaltungsteil hervorzurufen. Oder mit einer höheren Beschleunigungsspannung des Elektronenstrahls erzeugt er beim Auftreffen dann auch Röntgenstrahlung. Und wenn Röntgenstrahlung längere Zeit auf einer Stelle einwirkt, dann kann es auch zu dauerhaften Schädigungen im Siliziumkristall führen. Und damit kann man zum Beispiel dann auch analoge Werte oder aber auch Inhalte von diesen sogenannten PAF-Funktionen oder auch andere Sachen wie zum Beispiel Sensoriken verstimmen oder verändern. Das heißt also auch hier Wunschwerte dann einstellen.
Und last but not least, natürlich auch sehr interessant, man kann den Elektronenstrahl auch auftreffen lassen auf eine Chip-Rückseite, die man vorher mit etwas Fotolack bearbeitet hat und damit dann eben auch die Möglichkeit, hier Strukturen aufzubringen im wirklich kleinsten Maßstab. Aber die Frage, die sehr häufig dann schon gestellt wird, ist, aber wer hat denn schon ein Elektronenmikroskop zu Hause? Ja, das ist in der Tat die Frage vieler Hersteller, denn oft wird gesagt, ja, man braucht Großgeräte, die muss man sich erst kaufen. Häufig ist es allerdings so, dass man diese Großgeräte mieten kann und mittlerweile, da die Halbleitertechnologie ja schon in der x-ten Generation sich befindet, ist es auch so, dass man Großgeräte auch teilweise günstig selber erwerben kann. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber auch das geht. Und hier zeige ich mal, wie man sowas dann bei sich zu Hause tatsächlich aufbaut, wenn man es schafft, sowas zu bekommen. Noch ist es nicht fertig. Also zunächst braucht man etwas Platz im Wohnzimmer. Die Auswahl des Gerätes ist allerdings auch schon etwas schwierig. Man sollte schon etwas vorsichtig da sein und keinen Elektronikschrott sich besorgen. Aber es ist schon teilweise für günstiges Geld sowas verfügbar. Das Manual gab es günstigerweise dabei. Sowas besteht immer aus einem größeren Gewirr an Kabeln und man darf auch nicht vergessen, dass teilweise diese Geräte andere sogenannte Medien brauchen, wie zum Beispiel Wasser. Das kann Druckluft sein, das kann aber auch andere Kühlsysteme sein. Also da bitte vorsichtig, wer vorhat, kann sich aber gerne Tipps bei uns mal holen. Ja, beim Debugging sieht das Ganze dann schon ganz nett aus. Da läuft also momentan noch ein Windows 98 drauf mit einem 386 SX. Das war so die erste Ausbaustufe. Aber dieses Mikroskop, was man da sieht, das ist praktisch mit einem SCSI-Port angeschlossen, so ähnlich wie ein Flachbettscanner. Das ist ein bisschen komplizierter. Das hier ist das Vakuumsystem, was sich dahinter verbirgt. Das ist sehr praktisch für einen Amateur, wenn man so eine Öldiffusionspumpe hat, das in der Mitte mit dieser Spirale, was so ein bisschen aussieht wie so eine Uranzentrifuge, das ist die Pumpe. Und da bewegt sich nichts, also keine beweglichen Teile da drin, nur Überschall, schnelles Öl. Und das Ganze ist relativ ungefährlich und fast wartungsfrei, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen. Ja, wenn das Ganze fertig ist, dann sieht das so aus, kann man also so benutzen, wie das eigentlich geplant war. Oder wenn man so ein bisschen Zeit hat. Oder wenn man so ein bisschen Zeit hat, dann kann man das auch modernisieren. Und wie Markus schon sagte, wird es jetzt interessant, in die Richtung zu gehen, zum Beispiel Elektronenstrahllithografie mit sowas zu machen. Das ist momentan so der Ausbaustand. Ist ein bisschen moderner geworden vom Computer her. Das habe ich aber da nicht viel dran gemacht. Aber wie gesagt, es geht. Also Großgeräte kann man inzwischen auch privat schon benutzen. Das ist nicht mehr so, dass man da riesige klappernde Kisten dann stehen hat, die vielleicht 3 Wochen wartungsfrei arbeiten, sondern es gibt vernünftige Möglichkeiten. Jetzt haben wir versucht, mit einem hohen Kompressionsfaktor diese 25 Jahre in kürzester Zeit darzustellen. Sicherlich wird es noch einige Fragen geben. Auch jetzt haben wir sicher gleich noch ein paar Minütchen dafür Zeit. Ansonsten möchten wir auch zur Vertiefung morgen etwas Praxis anbieten. Das heißt, unten im Saal 3 möchten wir einen Workshop anbieten, wo jeder selber auch mal Hand anlegen kann. Wir haben ein paar kleine Experimente und Versuche dabei, dass jeder ein bisschen, vielleicht so wie wir, dann vom Hobby Chipkarten dann auch angefächert werden und dann einfach mal schaut, was steckt denn hinter diesen goldenen Kontakten alles so hinter. Das Ganze haben wir auch deshalb gesagt, hier ein paar Bilder von 1992 auf der einen Seite, dann die Ankündigung dort und auf der rechten Seite die Bilder, wie der Workshop damals ausgesehen hat. Es war gerade in der Nachtzeit doch sehr interessant, was man da so alles gebastelt und experimentiert hat. Also insofern eine herzliche Einladung, morgen auch zum Workshop unten in der Halle 3 zu kommen. Ansonsten möchten wir noch den Vortrag nach uns ans Herz legen. Auch da geht es nochmal um aktuelle Technik, die man nutzen kann, um Hardwareangriffe zu machen. Dimitri wird da auch einige Methoden vorstellen, wie man von der Rückseite einen Chip angreifen kann. Sehr viel detaillierter, als wir es hier in der Zeit bringen konnten. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für Fragen stehen wir gerne noch jetzt oder später zur Verfügung.
Die Zeit für Fragen ist stark eingeschränkt, aber wenn ihr jetzt besonders dringende Fragen habt, dann da sind Mikrofone, ihr kennt das Spiel inzwischen. Internet. Ist auch nur eine ganz kurze. Kannst du was zur Größenordnung der Kosten des Heimprojekts Elektronenmikroskop sagen? Ja, klar, kann ich machen. Also es ist im vierstelligen Bereich geblieben. Und also insgesamt so mittlerer bis höherer vierstelliger Bereich dann. Also man darf nicht vergessen, dass man ein paar Sachen braucht, wie zum Beispiel Druckluft, die nicht zu laut sein darf. Da hatte ich erstmal getestet mit einem Kompressor, der vielleicht 80 Euro gekostet hat, aber dafür dann 96 Dezibel hatte. Das geht natürlich nicht und da muss man sich dann etwas anderes besorgen. Ne? Also wichtig ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man keinen Elektronikschrott kauft, denn da lieber ein wenig länger zu warten, es lohnt sich wirklich. Und ich habe so ungefähr 5 bis 6 Jahre danach Ausschau gehalten und dann irgendwann bot sich die Gelegenheit, dann habe ich das sozusagen besorgt, das Gerät. Okay, danke. Okay, damit ist die Zeit um. Bitte noch einen Applaus für Peter und Markus. Ja.